Hallo, diesmal zeige ich euch eine interessante Hochsteckfrisur. Man fängt mit dem Flechten am Oberkopf an, nehmt eine Haarsträhne, teilt diese in zwei Teile und bindet sie zusammen. Und jetzt müsst ihr eine Haarsträhne von rechts nehmen und wieder mit den anderen zwei Strähnen zusammenbinden. Dabei zieht eine Haarschlaufe, die sich durch das Binden gebildet hat, vorsichtig raus und befestigt sie provisorisch mit einer Haarnadel. Dann nehmt eine Haarsträhne von links und bindet sie zusammen mit den anderen zwei Strähnen. Zieht die Haarschlaufe raus und befestigt sie auch mit einer Haarnadel. So flechtet ihr weiter. Strähne für Strähne seitlich nehmen, mit anderen zwei zusammenbinden und die Haarschlaufe rausziehen. Am Ende bindet die Strähnchen einfach weiter zusammen und befestigt sie mit einem Haargummi.
steckt das Ende des Zopfes hinter die Frisur. Richtet die Haarnadeln schön her, weil sie bisher nur provisorisch waren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!